In der Werkzeugleiste von Choreograph finden wir die wichtigsten ausführbaren Aktionen des Programms als anklickbare Symbole. Fährt man mit dem Mauscursor über diese Symbole, erscheint ein englischsprachiger Infotext über deren Funktion. Es gibt Symbole für allgemeine Funktionen wie Projekt öffnen oder speichern, Symbole, mit denen man etwas rückgängig machen kann oder wiederherstellen kann, oder Symbole zur Roboterverbindung oder Robotersteuerung. Der rechte Teil der Menüleiste enthält weitere Robotersteuerelemente. Diese können jedoch nur mit einem echten Roboter benutzt werden. Hier kann zum Beispiel die Lautstärke des Roboters eingestellt werden oder man kann den Roboter in den Schlafmodus versetzen.